Pass auf, jetzt am Samstag kommt ein Event und das ist mega nice und das wird cool. Da bist und da du, bin ja. ich auch mit dabei, ja. genau. Ja. Und das können wir uns jetzt mal anschauen, was da so geplant ist. Was ja. sagst du dazu? Interessiert ja. dich doch bestimmt auch, oder? Du wirst mich. Wahrscheinlich auch gucken als großer Fan von mir, oder? Ja. Du schaust ja auch regelmäßig meine Streams und meine Videos. Ja. Und Remi ist cool. Was hast du gerade gesagt? Du bist cool. Danke. Bitte. Ich glaube, es hat angefangen, dass ich immer... Boah, ich hasse das, wenn die immer so schreien. Ich mal die Idee hatte zu sagen, hey, wäre es nicht voll cool, eine Umgebung mit einer VR-Brille zu synchronisieren. Wirklich. Das heißt, wir bauen einen riesigen Parcours in einer Halle auf. 20 Tonnen schwer, übelst lang. Den läufst du aber nicht normal durch, sondern du ziehst dir so eine Brille auf. Und durch diese Brille... unter meine Augenlider, Alter! Und durch diese Brille sieht man ein Spiel, was wir selber programmiert haben. Und das Geile ist, wenn jetzt hier beim Parcours zum Beispiel diese Ecke ist, ist im Spiel auch diese Ecke da. Nur halt in schön. Und das heißt, man kann das ganze Spiel um sich herum anfassen. Macht das Sinn? Ein bisschen leiser machen. Ich glaube, ja. Hat er wer geschrieben? Also haben ein paar geschrieben. I got you, Leute. Dann irgendwann kam die zweite Idee dazu, wie geil wäre es eigentlich, wenn wir dann Leute irgendwie einladen, die dann vorbeikommen und dann halt auch so durch den Parcours durchlaufen. Ich mit anderen YouTubern nicht. Und so. Dann hatten wir jetzt letztes noch bin die ja Idee, das Ganze als dickes Live-Turnier zu machen. Ja. Pyrotechnik. Hä? Was? Ja, ich, doch. Ich bin Nein. ja nicht nur extrem durchtrainiert. Sondern auch. Wolf, danke für die 1000 Bits, sondern auch extrem... Durchtrainiert? Extrem... wie heißt das, wenn man so schnell ist und sich so schnell bewegt? So, weißt du, was ich meine? Ja. Ich will so schnell rennen. Wendig! So viel ich schneller hab das als du. Noch nie gehört. Wendig, flink, Wendig. Athletisch. Flink. Athletisch. Ja, genau. Technik, eigenen designten Parcours, den Parcours selber aufbauen, Live-Technik, mehrere Kameras. Hey, die werden immer lauter, obwohl ich leiser mache, ich verstehe das nicht. Lichter, Laser, ich weiß nicht, was da alles noch, keine okay. Ahnung. Ja, das machen wir jetzt. Krass, dass der sowas einfach baut, oder? Von der Doku-Reihe, wie wir probieren, die riesigste Game-Show, die krasseste Game-Show im deutschen Webvideo zu machen. Ich mache jetzt mal Balls auf den Tisch, das ist unser Ziel. Kennst du dich? Dankeschön für deine 2 Euro, Tono. Entspannt. Warte mal ganz kurz. Ja? Oh nein. Jo. Nein! Was ist das? Ach du Scheiße. Oh nein! Oh nee! Ey, wir ziehen uns jetzt erstmal das Event rein, gleich helfen wir ein paar wie Leuten beim Dating. Wie setzt man so ein Ding Stimmt, überhaupt ja. um und wie plant man sowas überhaupt? Genau, fragt man sich ja dann, Im oder? Ja. Wie plant wir man sowas? Wie ja. gemacht und ja. einfach angefangen? Ja. Ja. Wir hatten halt nur sowas fragt man sich gemacht, ja. ne? Wir hatten am Anfang erstmal noch keine eigene VR-Brille. Die haben uns erstmal noch bei Thomas ausgeliehen. Und die ersten Versuche haben wir in Minecraft sogar erst gemacht, weil wir dachten, hey, wir bauen einfach schnell in Minecraft so eine Map und dann kannst du ja die einfach im VR testen. Und da haben wir schon gemerkt, selbst so eine Minecraft-Karte nee, ist es schon scary. Ich find's überlustig, was die vorhaben sollen. Wenn ja. ich mir vorstelle, dass ich da hochklettern soll. Alter, ist das hoch! Oh Gott! Hä, ist das in Minecraft das scheiß Event? Hier könnte ich jetzt theoretisch laufen. Das Och, Digga! Feierst du nicht? Ach, crazy. Minecraft? Ja. Ich würde jetzt gerne weiter nach vorne. Finde ich, das ist ein richtiges Drecksspiel, muss ich ehrlich sagen. Okay. Nichts mit am Hut, gar nichts. Okay. Aber mach bitte nicht. Das könnte echt funktionieren. Geil. Aber ist ja auch klar, dass wir jetzt nicht einfach Minecraft nehmen können. Da hatten wir viel zu wenig Kontrolle. Ja, siehst du? Okay. Und dann haben wir angefangen, noch ein extra eigenes Spiel zu entwickeln. Ja, ja. Was halt wirklich ganz exakt auf den Parcours angepasst werden kann, wo wir gar nicht limitiert sind von irgendwie Features, die wir machen können, weil theoretisch können wir alles rein programmieren. Das ist halt das Geile. Ich stelle mir das ganze Game irgendwie so vor, danke. So schwebende Coco, danke schön. Zeit, ich bin mir der Gewalt, ich nehme so einen Chat teil. Kannst immer gerne 10er reinpainten, kein Problem. Und alles so ein bisschen wirkt wie einen kreativen Kopf. Und die generelle Idee ist sowieso, dass es nicht einfach irgendeine Spielewelt ist, sondern vielleicht mehrere Spiele in Ah komm, die Idee ist schon nice, oder? Vermischt. Ja, als wenn man so wirklich Würdest du dich auch bei so einem Event sehen? Fantasie ja. läuft irgendwie. Wir kannten natürlich schon einige Leute so von anderen Sachen, von Festivals oder sonst sowas. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die Aero-Jungs gefragt. Für die Live-Technik. Und über die dann auch wieder natürlich so andere krank, Leute kennengelernt und sowas. So krank, dass wir auch zuerst gemacht haben, war natürlich Beine gestellt hat. Das ist so verrückt. Wie lange sagen, hi Annika, wir brauchen 80.000 Euro für ein Projekt. Genau. Ich glaube, er hat gebraucht insgesamt knapp nicht mal 3 Monate oder sowas für die Planung. Das okay. ist krass. Das ist echt was los mit dir? Ich gehe ein existenzielles Risiko ein mit dem Projekt.
Pyrotechnik. Da haben wir noch Showlicht, Bein, fetten Parcours plus Buzzertechnik und allen Scheiß. Nein. Auf Abbau. Als Anzahlung über 20.000 Euro. Ich hatte auch die eine oder andere krasse Nacht, in der ich richtig Panik geschoben habe und Mitbewohner. 23 Uhr. Ich will ein bisschen was sie benötigen. Sehen von dem Parcours, oder? Sieht man was? Die ersten Sachen beauftragen. Ja, ja. Nichts meint er. Herr Marus, sei mir nicht böse, aber ich will einfach sehen, was mich erwartet. Glaube ich auch. Yo! Krank. Hä, wo ist das Event? Ich weiß gar nicht, wo das ist am Sonntag. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Guck dir das. Wird mir ja sicher noch gesagt. Ding mal an! Das ist die Halle, wo die Parcours später reinkommt. Er fliegt die Scheibe an hier. Das ist fucking insane, wie gut das ist. Was haben wir getan? Oh, hier geht's dann noch raus. Hier ist dann so der Food-Bereich. Nee, ist nicht. Hier haben wir dann nicht, später so einen Food-Container. Hoffentlich haben wir gutes Wetter, dann kann man hier draußen auch nochmal so ein bisschen chillen, gemütlich was essen und so. Und dann wo ist das? Chat, wo ist das? Haben wir noch eine zweite Halle für nur Orga. Wir brauchen eine zweite Halle nur für Orga. Dieser komplette Raum. In Saschas Nasenloch. Chillig. Dieser ganze Außenbereich, diese Riesenhalle, das alles gehört zu unserem Event. Das haben wir gemietet. Für dieses Event, das ist das Bekloppteste, was ich je in meinem Leben versucht habe. Ach, das ist in dem Impfzentrum, wie chillig. Das heißt, die machen einfach das Impfzentrum am Sonntag zu, damit wir da rumlaufen können. Finde ich geil. Um uns zu testen, wie das wirklich ist, wenn man Gegenstände aus der virtuellen Welt echt anfassen kann, habe ich einfach mal ein komplettes 3D-Modell von unserem Wohnzimmer und dem Flur und so gemacht. Junge, so ein Tryhard, Alter. Ins VR-Headset gepackt. Wenn ich mich umschaue, seht ihr schon mal ganz grob mein Wohnzimmer, unsere Säule und so weiter und so fort. Das Allercoolste ist aber, wenn ich auf meine Hände schaue, sehe ich meine Hände ohne irgendwelche Handschuhe oder so. Hä? Im Virtual Reality. Und ihr könnt wirklich jeden Finger einzeln aneinander packen. Oh mein Gott, okay. Überleg mal, was das für Möglichkeiten sind. Imagine, du wickst jemandem ein, aber... Nein, warte, andersrum. Imagine, du wickst dir ein, aber du kannst dann quasi im Bild deinen Penis zum Beispiel grün machen oder so, oder gelb. Ist ja mega nice. Ja. Findest du nicht? Doch. Hä, das ist voll die krasse Idee. Oder so richtig, so zum Beispiel richtig lang oder richtig kurz, wie du willst halt. Kannst du so verändern, wie du möchtest. Du müsstest das dann länger machen. Nee, der ist ja... ...vierte Fingerbewegung machen und das seht ihr alles auch im VR. Kannst du einfach aufhören, alle Streamer zu ihrer Pimmel zu flirten? Was soll denn das eigentlich hier, Digga? Und damit könnt ihr euren Fingern den Küchenfilm anfassen. Guck mal, danke schön für den Zehner nochmal. Wir schauen uns deine Marius hier an. Ich hab ja keine Ahnung. Und dann zum Beispiel... Du weißt gar nicht, wie ein Pimmel aussieht, oder? Nein, ich hab ja bei dir keine Ahnung. Bei mir hast du keine Ahnung. Bei dir hab ich keine Ahnung. Bei mir hast du keine Ahnung. Das war... Ja, lass uns weiter schauen. Also, rüberschauen. Und dadurch fühlt man sich halt super safe, weil man einfach wirklich anfassen kann. Mit seinen virtuellen, gleichzeitig echten Händen. Wir machen jetzt mit ultimativen Trust-Tests. Ich renne jetzt mal voll auf die Säule zu, versuche mit meinen Händen dann abzustützen. Ich kann auch in die Hocke gehen. Krass. Zur Hocke hochspringen. Selbst wenn ich jetzt mal so die Höhe ändern. So. Weißt du, was voll geil wäre? Wenn man jetzt einfach in diesem Modell so, man stellt so zum Beispiel jetzt irgendwas einfach in den Weg und das ist aber nicht in diesem Modell und der rennt da einfach voll dagegen und bricht sich beide Beine. Aufsitze, ja. Das geht ohne Probleme. Das ist, guck mal, wenn die das bei der Parcours machen, stell dir mal vor, die machen einfach irgendwo so ein Dildo oder sowas hin und dann tust du dir richtig weh und das ist aber nicht in dem Spiel drin oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Ja. Und ihr müsst euch überlegen, das ist erste... Was denn? Techniktest. Im Parcours machen wir es ja nochmal krass. Da kann man dann wirklich alles auf den Zentimeter genau in der echten und in der virtuellen Welt anpassen. Und dass der erste Techniktest schon so gut funktioniert, macht mich mega pumped. Nice. Der Parcours ist ja das Herzstück von dem ganzen Bums, den wir hier machen. Welche Hindernisse da drin sind, wie der verläuft, wo du hoch und runter läufst. Das haben uns ja auch wir ausgedacht. Wir haben keinen Spezialisten gehabt, sondern wir haben uns wirklich hingesetzt. Ah, vielleicht schiebt man das noch einen Meter nach da, einen Meter nach da. Wir haben sogar vor 4 Wochen oder so nochmal ein neues Hindernis gemacht, weil wir gemerkt haben, so, das war irgendwie noch nicht richtig. Heute fange ich an, die ganzen Leute anzuschreiben, ob die Bock haben mitzumachen. Monatslanges Organisieren. Jetzt fangen die Telefonate an. Moin, es geht. Das klingt richtig geil. Vermischt quasi die Welt des Realen und des Virtuellen zusammen. Genau. Du bist dabei? Ja. Mega geil. Deshalb hat er mich angerufen, weil er es Leute, es gibt ein massive Upgrade und zwar haben wir jetzt alle 24 Teilnehmer plus Kommentator ready. Ich mache einfach mal eine fette Liste und dann könnt ihr sehen, wer alle... Okay, pass auf, wir gucken jetzt, wen du davon kennst, ja? Ja. So, okay.
Julia Beautics. Ah ja, kenne ich. Papa Platte. Ja. Trimax. Ja. Julian Bam. Ja. Regina Hickst. Ja. Reefed. Ja. Reefed, Revinzeit. Kennst du nicht? Nee. Sag dir nichts, okay. Repatz Moitz? Nee. Hey, wieso sieht Reapers so anders aus auf dem Bild? Das ist doch nicht er, das ist irgendwer anders. Tim Jacken? Nee. Crispy Rob? Ja. Mo? Mo kennst du? Ja. Ah, cool. Tomery? Nee. Ja, scheiß auf den. Gnu? Nee. Joe's Jungle? Ja. Rumatra? Nee. Ist nicht wichtig. Mickey? Nee. Den habe ich dir eben gezeigt, du kannst es vergessen haben. What the fuck? Survival Martin? Nee. Simon Will? Nee. Okay, Max Krankrafter? Ja. Kelly Mrs. Vlog. Ja. Danny? Mm-mm. Chef Strobel? Nee. Fritz Meinecke? Von dir? Ja. Dave? Nee. Kennst du Dave nicht? Nee. What the fuck? Der sieht irgendwie. Also. Ja? Ich dachte, er heißt Friedrich oder so. Friedrich? Ich weiß nicht, der sieht so aus wie. Wie kommst du jetzt auf Friedrich? Der sieht aus wie so einer, der sieht genauso aus, der heißt Friedrich. Hä, wer ist denn Friedrich? Ich weiß nicht, der hat auf sowas reagiert, wo ich drin war. Und ich habe das geschickt bekommen. Hab's mir angeschaut. Deswegen, der sieht so ähnlich aus. Wirklich. Okay. Ja. Schade, ich glaube, der ist gerade sogar hier im Chat. Ey, ist unangenehm, ne? Ich kenne ihn nicht. Okay. Und jetzt fällt ja eine Sache auf. Es sind ja sehr wenig Frauen dabei, ne? Ja. Warum ist Marius so ein Sexist, ne? Oder? Ja, das... Genau, ja. Perfekt. Alles mit dabei ist Trimax, Papa Platte, Julian Bam, Julia, Reefed, Chrissy Rob, Joey's Jungle, Dave, Tom Mary, Fritz Meinecke und halt diese ganzen anderen Leute, wenn ich jetzt alle aufgelesen will. Du bist nicht relevant. Er hat mich einfach nicht vorgelesen. Ja. Warum? Noch übelgeil, so ein Teilnehmerraster gab es bei noch keinem Event. Schade. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das schon wieder geschafft haben. Doch, gab es aber beim Weihnachtsevent. Ich weiß nicht, was das soll. Das wird einfach nur komplett insane. Dass Sascha und Nico und so da auch dabei sind? Ich dachte auch, aber ich glaube scheinbar nicht. Da habe ich einfach gelogen. Nee, sieht nicht so aus. Ja, also da, aber du hast doch irgendwie... Aber das ist das Amar-Event. Ah, okay. Ja. So als Sportkommentator, sage ich mal, der halt so kommentiert, wenn die Leute durch den Parcours laufen, haben wir fürs Halbfinale... Ich muss bisschen, halt, ich will so was sehen. Ich will sehen. Und in VR wird es dann so ein bisschen dieser Wow-Effekt. Wie so ein Tor in eine andere Dimension. Ey, kann nicht sein, dass man davon auch kotzt oder sowas? Das ist, wenn du ein alternatives Universum. Also wenn man halt so diese Brille aufhat und dann irgendwas so Sportliches macht, dass einem schlecht wird? Nee. Kann doch bestimmt sein, oder? Nee. Wo das aber irgendwie genauso aufgebaut ist. Oder auch doch. What the fuck, was für eine kranke Grafik. Holy shit. Vorne hast du halt diesen Miniaturbereich, wo du so klein bist und so selbst Gras riesig ist. Dann kletterst du hier hoch in so einen Piratenbereich mit so Wasserfällen hier an der Seite. Dann gehst du durch das Schiff und hier hinten ist dann nochmal so am Ziel so eine fette, schwebende Burg irgendwie. Aber er ist so einer, der macht noch so richtig Content, weißt du? Der macht sich so richtig, der nimmt sich so richtig, der gibt sich so richtig Mühe und wir können nicht mal einen geraden Satz sagen, weißt du, was ich meine? So, wir sind nie irgendwie kreativ gewesen, sitzen einfach nur hier. Ich finde so vom Konzept her, schaut das auf jeden Fall mega geil aus. Wenn man jetzt wirklich diesen kompletten Parcours in 4 bis 5 verschiedene Teile einteilt, hat man die ganze Zeit so verschiedene Bereiche und immer so neue Eindrücke. Und das alles wirkt halt wie so ein Traum von jedem Gamer. Keine Ahnung, ob jemand was dabei ist. Safe, ich muss sagen, jetzt wo ich das hier so sehe langsam, ich freue mich ist eine echt geile Sache. Drauf. Und vor allem habe ich das auch schon mal so ein bisschen in VR getestet. Ja, das ist so geil, die Aussicht. Da muss man runterspringen erstmal. Ich frage mich aber nur, ob alle Streamer fit genug sind. Weißt du, was ich meine? Man muss ja so ein Parcours ablaufen, ne? Klar, für mich ist es kein Problem. Der ist sehr gut durchtrainiert, dass so eine perfekte körperliche Physis hat, weißt du? Klar, passt aber bei anderen Leuten... Passi, das Orga-Brain hinter der ganzen Sache ist so aufgeregt. Passi macht so krasse Orga. Du kannst auch schon mal Apfel mit dem K.O.-Tropfen zusammengenommen. Wilder Trip, nur zum vielen schönen Abend. Dankeschön, vielen, vielen Euro halt erneut. Dann haben wir noch Annika, Isa und Marie. Die haben sich um das ganze Ding mit so vermarktet. Dass Knossi nur... Ey, wenn Knossi da mitlaufen würde... Entweder würde der einfach auseinanderbrechen oder der würde es wahrscheinlich nicht schaffen, weil er besoffen ist. Eins von beiden. Dann haben die da uns nein, es war nur ein Witz. Blutolf, dankeschön, Bro. Kuss. Zieh ich mir gleich noch rein. Ich hab's vergessen. Was sich um die 15 Kameras kümmert, die wir später vor Ort haben. Dankeschön, dann haben wir natürlich noch ein komplettes Corona-Team, was so die ganze Tests macht. Sanitäter. Dann haben wir natürlich noch jemanden, der sich um die ganzen Anreise von den ganzen Creator kümmert. Und die ganzen Leute vor Ort müssen natürlich auch was essen. Wir haben halt nicht einfach irgendein Catering geholt, sondern... Hallo, ich bin der andere von Paluten. Ich koche jetzt. Es gibt Burger. Bro, man hätte doch einfach wirklich irgendwen Professionelles holen können, der richtig geiles Essen macht. Stattdessen wird immer Sturmwaffel eingeladen. Ja, scheiß drauf. Ich bring mein Team mit. Mein Team kann nicht kochen. Das heißt, es gibt manchmal auch schlechte Burger. Wir haben vegan, wir haben vegetarischen und 2. Fleisch. Scharf normal, vegetarisch normal und vegan normal. Let's go, Alter. Also ich glaube, am Tag selbst
sind wir dann wirklich ein Team von 30 Leuten. Was erstmal super viel klingt, aber für die Größe, was wir da machen, willst ist du es eigentlich aber wohl so viel. Wenn ein einziger wegfällt, schon schwierig. Nee. Okay, und das ist natürlich super wichtig, Hygienekonzept. Wir haben halt alles übel viel mit Ordnungsamt und allem abgesprochen. Alle Menschen, die ihr in diesen Videos seht, immer negativ getestet. Dann haben wir natürlich auch fünf Schichten. Die alle haben einen. Vielleicht kriegen wir dich noch in Band. Aber das ist so ein richtig fetter LKW. Hä? Ich hab da aufgelegt, da war ich schon mal. Ja, so ein Transporter. Da habe ich drin aufgelegt, in der Lagerhalle. Nice. Weißt du warum? Mhm. Weil die Clubs zu hatten und ich musste vor so einem Greenscreen auflegen und so tun, als wäre ich in einem echten Club. Und dann wurde ich in den Club reingebeamt und es war übertrieben unangenehm. Ja. Parkour. Es ist so viel Zeug. Ich unterschätze das jedes Mal, ne? Ich würde gerne was vom Parkour sehen. Das ist absolut krank, dass da jetzt 200 Kisten und einfach eingeladen werden, ne? Das hier ist nur einer von zwei LKWs. Wir machen uns okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich mich nicht verletze. Alles zur Location gebracht.